Hallo, ich bin der Game. Auf herzlich willkommen zu Let's Play Complete Chronicles Teil 13. Ich nehme mein Handy außerhalb der Reichweite von meinem Audioaufnahmegerät hingelegt habe, geht's jetzt los. Haha. Ja, wir sind. Ich glaube, ich sollte mir den Sprung langsam abgewöhnen. Denn ich weiß immer noch, dass ich da bin, wo ich das letzte Mal war. Nein, das war nicht das Buch, das ich gesucht habe. Denn jetzt wollen wir nach Eder Kim und Eder. Gira, das heißt tatsächlich Gira, okay. So, oder Gira. Ich weiß nicht, ob es Englisch oder direkt ausgesprochen wird. So. Schauen wir doch mal. Wir sind hier schon mal auf einem, ja, leicht wüstenähnlichen Abschnitt. Leute, die sich fragen, was damit auf sich hat. Man hat hier immer wieder solche, ja, Geysire mit Deckeln etc. Man kann hier nicht in die Lava fallen, bevor Leute fragen. Ich muss mal gucken, ob ich hier irgendwo einen Schönigdorf übersehen habe, weil ich habe mich hier in dem Eingangsbereich ja noch nicht umgesehen. Nope, sieht nicht so aus. Man sieht hier schon, dass es hier etwas weitläufiger ist. Ja, wenn man hier rüber will, muss man springen. Ich habe gedacht, ich wollte noch hier oben rum. Ah, da oben ist ein Shinyclaw, aber an das kommen wir jetzt noch nicht auf normalen Wege ran, glaube ich. Da kann ich so gut gezielt dahin springen. Leute, die jetzt nicht wissen, was wir damit bewirken wollen, das ist ganz einfach. Und zwar, indem wir hier alle Deckel zumachen, staut sich der Druck an, weil es ist anscheinend ein zusammenhängendes System. Das heißt, das macht einen sehr sicheren Eindruck. Das heißt, wenn man alle zumacht, bis auf einen, ist bei dem einen geöffneten dann ein höherer Druck drauf. Außer man schafft es hier auf Anschein hier drüber zu springen. Es gibt hier praktischerweise kein Fall Damage. Ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt schaffen kann. Man merkt, man wird hier schon leicht angehoben, aber nicht genug. Knack. Und hier haben wir ein Shinyclaw. Ich weiß, dass man dieses Shinyclaw auf jeden Fall aktivieren kann, ohne dass man irgendwas anderes macht, aber man kann die auch noch weiter runter. Könnte man natürlich das benutzen, um da hoch zu springen, was absolut nichts bringt. Man kann hier auch mit einem gezielten Sprung rüberspringen. Oh, das sieht eigentlich ganz schön aus. Ich habe gar nicht in Erinnerung, dass es so gut aussah. Ah, ich habe es auf Anhieb geschafft. Die Lava sieht eigentlich ganz gut aus. Merkt man, dass hier schon mal ein höherer Druck da ist.
Wenn man alle Öffnungen zumacht, dann gehen alle Öffnungen wieder auf, meines Wissens, wenn ich mich richtig erinnere. Was natürlich ungünstig wäre, da es dann doch etwas zeitaufwendiger ist. Genau, man kann hier hoch. Ich weiß nicht, ob das sogar ausreicht, wenn man hier es offen hat. Ich glaube, da braucht man nicht so viel Druck. Nein, das reicht nicht aus. Das heißt, man muss wieder zurücksprinten. Na, geht sogar. Wenn man ungefähr die Sprungweite abschätzen kann, geht das sogar. Sonst ist es halt ein bisschen ungünstig. Ich muss sagen, die Welt ist eigentlich aber schon sehr schön designt. Oh, ich glaube, das war eine schlechte Idee. Oh, ich brenne. Ich wollte nur mal zeigen, wie das Buch jetzt aussieht, das man da jetzt bekommt. Passenderweise ist es rot. Ah, geschafft. So. Jetzt wird man nicht darüber klopft. Okay, ich werde den Wasserfall vielleicht ein bisschen aus... ja... rausnehmen vom Ton her. Nicht wundern, wenn er auf einmal leiser wird. Und hier haben wir ein Verlinkungsbuch zu Eda Gira oder... Nee, das hier ist Gira und das ist... egal. Schauen wir uns hier um und wir stellen fest, man kann hier runterspringen. Werde ich aber jetzt nicht tun. Nicht, solange ich hier nicht ach Gott, ich erinnere mich. Es kommt ein Physikrätsel und zwar muss ich... Wo muss ich mich hinstellen? Ich kann mich nicht erinnern. Ach, muss ich die nicht... Ach, stimmt ja, genau. Leute, die sich fragen, was ich jetzt mache, ich bereite das vor.
Für Third Person wirkt es ziemlich komisch. Hep. Ein bisschen mehr. Ja. Ich muss hier ein eine Brücke so bauen. Dass ich keine nassen Füße bekomme, wenn ich drüber gehe. Was in diesem Fall natürlich nicht der Fall ist. Das heißt, ich müsste die... Ich kann die aber nicht drehen, oder? Nein, natürlich nicht. Dummes Ding. Dann halt darüber. Leute, sich fragen, was ich machen will. Ich muss hier eine Brücke bauen. Ich bin gerade etwas irritiert. Ich habe gedacht, hier waren mehr von diesen Teilen. Ich brauche hier nämlich mehr, um darüber zu kommen. Hier lagen irgendwo mehr von den Teilen rum. Da lag ich da jetzt falsch. Moment. Ich habe mich jetzt etwas schlau gemacht. Aha, ich wusste doch, dass hier irgendwas noch fehlt. Das müsste ja eigentlich mehr sein. Ich könnte das natürlich jetzt machen, nachdem ich das gemacht habe, wofür ich das brauche, aber nein.
glaube, es ist irgendwo ein Weg weiter. Man sieht hier echt nicht allzu viel. Aber ich weiß, dass ich hier nicht hin möchte eigentlich. Ich möchte woanders, ich möchte hier hoch. Hey, ich bin im Kreis gelaufen, ist immer gut. Alter, das ist ein Witz, oder? Kann es doch nicht sein. Ich weiß jetzt, dass ich hier irgendwas tun musste, bevor ich da weitergemacht habe. Gleich hinten ein Schalmikloch. Also lang her, das Spiel. Ich weiß, dass ich diese Fischfallen da brauche. Um hier einen Übergangsweg zu bauen. Dass es die nicht weit rumliegen, nicht nehmen kann. Egal, ich geb's auf. So zu machen. Aber ich muss zuerst woanders hin.
So, jetzt sind wir neben ja, Schwesterzelle und da ist eine Vieh. Was ich so schön Grafikfehler hielt. Interessantes Vieh. Leute, die fragen, ich muss mein Fernseher wieder umstellen. So. Damit die Farben wieder normal sind. Ich habe die Helligkeit höher gestellt, weil ich dachte, vielleicht sehe ich in der gedacht habe, ich sehe vielleicht in der Höhle etwas mehr. Habe ich mich aber geirrt. Wir haben hier viele Sitzbänke, die wir benutzen können und viele solche Viecher. Ja, dann kann ich mich gut erinnern, haben wir ewig gesucht. Im Multiplayer. Uhu, Let's Play. Ja, diese Ding brauchen wir dann noch die die Glühwürmchen. Das sind sich relativ einfach sogar da hinten genau. Ach nein, stimmt, hier ist etwas anderes und zwar was Interessantes, worauf ich aber nicht direkt eingehen werde, sondern erst nachdem ich diese Zeitalter abgeschlossen habe. Wir sind hier in unserem Bewin. Oben. Nein, das ist sogar nicht das, was ich gedacht habe. Interessant. Aber hier ist nichts, was man belangt. Es ist einfach nur mal schön zum Gucken, aber nicht das, was ich eigentlich wollte. Kommst dahin? Ja. Ich hab gedacht, da komme ich woanders raus, aber ich glaube, das war eigentlich in dem anderen Teilzeitalter. Achso, stimmt. Wir haben ja jetzt noch ein Buch, weil das ja ein neues Zeitalter ist. Es ist aber mit dem anderen verbunden, das heißt, die Journey Cloths gehören zusammen, also es ist eigentlich ein zweigeteiltes Level. Ich glaube auch nicht, dass auf den rotierenden Ding irgendwas drauf war. Ich glaube, hier unten war irgendwo was versteckt. Weiß ich's doch, wusste ich's doch.
Ist aber, dass hier irgendwo noch was rumlag. Hey, hier liegt ein Journal rum. Schon mal Story. Ich werde das ist eine Übersetzung von Nick. Ich werde das später vorlesen. Im nächsten Teil, da werde ich das nicht mit etwas anderem kombinieren. Hier nämlich noch ein anderes Buch quasi, das ich benutzen wollen würde. Das vergessen zu haben. Es regnet an. Verdammt. Leute, die sich fragen, ja, es kann in diesem Zeitalter regnen. Wie ich gerade gesagt habe, es kann in diesem Zeitalter regnen und es sieht eigentlich sehr schön, ist schön gemacht und alles. Das Sounddesign ist eigentlich auch ganz schön. Das einzige Problem im Regen ist, dass bei Regen die oh, hier ist. Nein, das sind diese Dinger. Muss ich kurz das in dem anderen Zeitalter machen, bis aufhört zu regnen. Hätte ich jetzt aber tatsächlich alles gemacht, bis auf. Hier hat man noch ein separates Verbindungsbuch, also es ist jetzt nicht so, dass man wieder vom Anfang laufen müsste, was auch nicht möglich wäre. So wollte ich das machen. Das war zu weit. Na komm.
wahnsinnig, das Ding. Hilft mir aber auch nichts, ne? Ich brauche hier noch eins. Kann ich vielleicht etwas tricksen? Nein. Ah, Gamma kann ich anpassen, ob das das hilft. Tatsächlich ein bisschen was. Ich glaube, ich habe mich verirrt. Es wird... Hier sieht man, ich weiß nicht, wie man das hier sieht, sieht man solche Körbe rumstehen, aber die können wir nicht benutzen. Hier sieht man auch solche Körbe rumstehen. Sieht man aber auch so Stationen rumstehen. Versuche gerade einen Weg zu finden. Hey! Hab's hier rausgefunden und hier sind die zwei wunderschönen Monde. Nee. Es muss doch irgendwas geben, was ich tun kann. Ich kann mir nicht erzählen, dass das normal ist. Ich hab gedacht, da waren immer mehr... ...von denen die Körbe...
Wie sollen wir das sonst machen? Ich verstehe jetzt gerade nicht, wie es nicht so geht, wie es eigentlich soll. Okay, es ist so gedacht, dass man hier nicht viel machen kann, aber... Ich war mir tatsächlich doch, sicher, da war ein... eine Sache, die ich gesucht habe, die eigentlich sein sollte. Ach, hier ist er. Hier ist nämlich ein Baustein, den benutze ich jetzt einfach mal kurz. Jetzt bin ich um diesen Stein, den ich eigentlich dann auch für den nächsten Part angedacht habe. Vielleicht sich fragen, warum? Ganz einfach. Ladet. Jetzt sind wir hier. Oder die sie fragen, wo hier ist. Hier ist, ich versuche es gerade ein bisschen besser einzuordnen für Leute, die sich hier nicht auskennen. Verdammt, Leute kennen diesen Ort ja noch nicht direkt. Das ist die Stadt. Tokota. Deswegen hat dieser Ort auch den Namen Tokota Rooftop. Ich habe diesen Ort in meinem Together Let's Play auch schon mal entdeckt gehabt. Hier hat man zum Beispiel so einen Helm. Den werde ich jetzt aber... den werde ich anziehen. Tada. Man hat hier verschiedene Bücher. Über verschiedene Leute. Das Problem ist aber, das will ich natürlich jetzt nicht direkt in diesem Ding erfahren. Hier sind noch mehr Bücher, also das ist wirklich eine eine Fundgrube für Bücher. Moment. Fernseher wieder umstellen, ich habe wieder heller gestellt. Check this out, also schaut euch das an. Ich weiß, der DEC möchte nicht, dass wir diese anfassen, aber ich wette, Watson würde gern herausfinden, wie diese Tücher mit den Türen interagieren oder diese, für diese Türen registrieren. Es macht, ergibt keinen Sinn. Und verlier es nicht. Und verlier es nicht. Ich konnte es gerade so von der Wand wegbekommen. Und als ich es tat, war es wirklich gruselig. Vielleicht das komischste, was ich... Vielleicht das komischste war, als ich wieder zurückgegangen bin.
war das Tuch, von dem ich dieses Stück abgerissen habe, wieder komplett intakt. Unterzeichnet Nick. Wo zur Hölle ist mein Buch? Mac. Ja, Hack ist blöd zu besetzen. Mann, das ist eigentlich eine freundliche Form von Hell, deswegen. Warum hat es überhaupt jemand angefangen, es zu nehmen? Matthew, das. Okay, ich werde mich da mit den ganzen weiteren Textsachen werde ich mich im nächsten Teil beschäftigen. Ist am einfachsten. Ich möchte jetzt zuerst natürlich. Hui. Kann man natürlich nicht runterspringen, wäre ja auch zu schön. Ja, wir sind in Togota. Man sieht hier oben auch die Ding. Hier ist auch der Fairy Haven für Leute, denen das was sagt. Hey, cool, ist ein anderer Helm. Ich wollte nur dieses Chernikov aktivieren, dieses Barrowstorm aktiviert haben, dann kann ich sie mich direkt von meinem Relto aus anwählen. Jetzt kann ich nämlich hier wieder zurück. Jetzt werde ich aber tatsächlich erstmal hier hingehen. Ich weiß jetzt nicht, ob das der kürzeste Weg war, aber hm. Wir werden sehen. Jetzt wieder hier. Nein, war. Obwohl, doch geht eigentlich. Jetzt die Grenzen. Ich will hier diesen Schwarm. Folgt mir. Man stellt davon fest, Moment, die schwören um einen rum. Ja, das ist ziemlich wichtig. Die braucht man nämlich als Leuchtquelle. Man sieht, aha, es leuchtet. Ja, es ist ein gar nicht so blödes Rätsel. Man darf nur nicht rennen und nicht nass werden. Ist das doch hier so ein. War hier nicht auch so ein Auffangbehälter? Nein, war es natürlich nicht. Ich dachte, hier war so ein. Das heißt, ich gehe rüber in der Hoffnung, nicht nass werden, und ich stelle fest, dass. Puh, es hat funktioniert. Okay, es ist nicht so empfindlich, wie ich es in Erinnerung habe. Einziges Problem ist, ich komme hier nicht rüber. Jetzt verschwinden die nämlich aus Gründen, die mir nicht bekannt sind. Ich habe den Eindruck, hier was vergessen zu haben. Ich habe gedacht, es gab hier so eine Art Station oder irgendwas, wo ich die hinführen konnte. Das nervt mich tatsächlich etwas.
Ah, man kann mit denen auch springen. Das habe ich ganz vergessen gehabt. Ich habe gedacht, wenn die springen, dann... wenn man springt, dann gehen die weg. Das kann aber sein, dass sie das rauspatcht haben. Ich erinnere mich, dass ich mich da schon mal ziemlich gequält hatte damit. Na gut. Deswegen hatte ich da nämlich gesucht, weil ich mir gedacht, boah, es muss eine Möglichkeit geben, das anders hinzukriegen. Mir fällt gerade etwas auf. Wieder für Leute, die fragen, was ist eigentlich Gamma? Gamma ist ein Wert und Gamma ist nicht nur Helligkeit. Gamma ist quasi es für irgendein Verhältnis zwischen Licht und zwischen Farben, Helligkeit und Kontrast. Ich ging auch immer davon aus, dass Gamma einfach nur heller macht, aber es ist nicht ganz richtig so. Wenn man rennt, dann fliegen die weg. Ich wollte es nur mal kurz demonstrieren. So. Ja, das ist tatsächlich etwas langatmig. Und bei mir fliegt ein Flugzeug vorbei. Bin immer gespannt, ob man das hört. Das Wasser sieht sogar gar nicht so schlecht aus. Man darf nur nicht rennen und nass werden, also... Das heißt, wenn man hier auch auf diesen Minigas hier tritt, dann... könnte man auch schon ein Problem bekommen. Kommt etwas, was ich hasse, wie die Quest. Ach, okay, stimmt. Man kann mit denen dann hier reingehen und hat hier ein bisschen Licht. Ah, man muss die anklicken. Ah, ich habe das total verpeilt.
sehen aus wie kleine Verbrennungsöfen. Ja, muss ich schon sagen, also vom Design her, wie halt jedes andere Myst-Spiel auch, sehr schön. Genau, hier, deswegen ist das nicht das Problem, hier drin ist, und man läuft hier einfach blindlings rein, dann sieht man nicht viel. Ich glaube, man kann auch nichts anklicken. Ah, sowas wert. Ja, man verliert ein paar dieser Glühwürmchen, wenn man springt. Ach genau, hier waren die drin. Genau, das wollte ich nämlich eigentlich. So, das heißt, wir reisen zurück. Ich muss sagen, die Welt finde ich eigentlich immer noch von Uro her. Gehört zu meinen Lieblingswelten, einfach vom Design her. Ich mag einfach das Design. Das ist zwar absolut nicht speckdienlich, aber diese Viecher finde ich eigentlich ganz interessant. Ich muss mich da mal schlauer machen. Gut, vielleicht wenn ich dann die Bücher etc. lese, werde ich dann vielleicht mehr über die Viecher verstehen. Ja, das ist das Einzige, was mich nervt, ist ein bisschen zeitstreckend. Ich strahle grün. Ja, es ist tatsächlich ein bisschen interessant mit dem Baum grün und weiß, aber grün, weiß und gelb. Obwohl normale Glühwürmchen sind ja auch ähnlich. Das ist eigentlich eine gemeine Falle, wenn man nicht nach vorne läuft, dann kann es schon gut sein, dass die Viecher dann nicht mehr wollen. So.
Ich hoffe, dass es funktioniert. Ah, gut, es hat funktioniert. Das Problem ist, sie überstehen, also wenn man zweimal springt, sind sie, glaube ich, weg. Deswegen muss man quasi langsam gehen, man muss sich da eine kleine Brücke bauen. Das ist eigentlich kein blödes Rätsel. Das ist zum Beispiel ein Rätsel, das kann man fast nur so in Echtzeit umsetzen. Oh, es hat... Oh, es hat funktioniert. Ich hab grad echt gedacht, oh, verdammt. Jetzt nehme ich das letzte Journey Club. So, jetzt kann ich wieder springen, jetzt ist mir das egal. Kann ich hier nicht runterspringen? Kann ich natürlich wieder in das andere Zeitalter reisen, auf das Tor treten. Ich kann mich auch einfach bloß hinhocken. Die Körperhaltung sagt sehr viel über den Spieler aus. Nein, nicht schon wieder. Nein, Many stories were there for the Dene to learn from, but they didn't hear them. The ancient tales of Tuat's Ocean, or of course the story of King Shomat and his brothers, which even speaks of gardens and death. But no one truly listened. The garden ages of the proud are beautiful, but they are built on the backs of the least. The ages like Kimo and Gira are a sampling of the playthings of Dene. With disregard, the least were stripped from their homes. The lives in those ages were consumed, and the Dene gave nothing back. And whatever is not given back will be taken. The journeys are complete. Now take the final pillar. Take it, but hear all I've said. It's the whispers and murmurs that reveal the simple truths. You hold the precious soul of a Barrow in your age, in your hand. Such things are not meant to be held. Do what I do. I have learned things, seen things, written things they never thought possible. I have seen the real treasures that are protected by the petty fences of their rules. I have found the precious gold buried deep beneath the weighty mountains of their laws. This is my journey too. I am returning what has been given. These years I've spent, this path I've traveled, this gift I've been given, this purpose weighs on me, my burden, the legacy of my father Atrus. For we are shaping, Dene. We will mold what comes after. We cannot keep the power and the pride from ruining this new Dene, but we can prepare those who will read between the lines. The least are returning. The stream in the cleft is returning. Life is returning. The fissure is returning.
The circle will be completed when you give back what you have taken. You must return. Ich glaube, jetzt ist fertig. So. Ach nee, ich glaube, ich muss es später notieren. Würde sie fragen, was ich jetzt mache und warum und wie, weshalb. Es ist vielleicht offensichtlich, was man jetzt tun muss. Es wurde oft angesprochen. Das heißt dann, ja, du musst zurückgeben, was du genommen hast. Und jetzt fragt man sich natürlich, Moment, das fährt wieder nach oben. Wieso das denn? Es ist so. Man muss die Säulen wieder zurückgeben. Das heißt, man muss quasi die ganzen Schritte wiederholen. Außer halt natürlich die Rätsel lösen etc. Sondern sprich, man muss in jedes Zeitalter gehen und die Säulen und quasi wieder in die Halle reingehen. Die Halle der Barus, wie ich sie jetzt nennen. Um quasi die Säulen wieder zurückzugeben. Denn es hieß ja, ja, was du genommen hast, musst du zurückgeben. Aber an dieser Stelle, der Part ist schon lang genug, ich muss auch die Untertitel etc. machen, die jetzt ein bisschen anders aussehen. Ich habe mich jetzt für gelbe Untertitel entschieden, weil die etwas besser zu lesen sind, wenn man gelbe Untertitel hat, die schwarz umrandet sind. Also für manche Leute zumindest. Auf jeden Fall, ich hoffe, es hat gefallen. Und wenn ja, dann bitte beim nächsten Mal wieder einschalten. Dann geht es weiter mit... Naja, ich weiß noch nicht. Ich schätze mal den Buchpart und dann noch den Rest von Ages Beyond Mist. Weil quasi das Grundspiel schließt man ab, wenn man die Säulen zurückgebracht hat und dann noch etwas tut. Was? Das weiß ich sogar, aber das will ich jetzt nicht sagen. Auf jeden Fall, tschüss, bis dann.